Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam. Himmel! Ein bruter Lander? Echt jetzt? Alter. Jo, wir müssen jetzt versuchen, Celebi zu finden und zu retten, falls Dialga und der neue Gehilfe wirklich auf dem Weg sind, Celebi zu fangen. Hoffen wir mal nicht. Es wäre auf jeden Fall... Oh, shit. Komm, Schaufler. Schattenstoß, yeah! Wow. Wow. Laubklinge fixieren. Ach ja, wir sind ja immer noch verlangsamt. Mann, warum muss sie denn Bruder Lander sein? Ich habe doch keine Chance gegen Bruder Lander. Normales Tempo, danke. Schlurp. War da eben links. Was ist das denn? Rihornio, stimmt, das sind ja die neuen Entwicklungen von den ganzen... Oh. Pokémon. Oh, nervige Pokémon, nervige Pokémon. Ich hasse Bruder Lander. Als Pflanzen-Pokémon, was soll ich denn dagegen anrichten? Ich habe doch keine Chance. Eine Pokémon-Falle, zum Glück nicht aktiviert. Hallo, Lipumintes. Tschüpp. Okay. Ach ja, schön. Ich habe wieder nichts zu erzählen. Mensch. Ist ja mal was Neues. Nichts zu erzählen haben. Ist ja, wow. Ich bin ja begeistert. Ich bin ja begeistert. Tralala, tralali. Warum denn immer Sandsturm? Kann es nicht irgendwas anderes sein, so wie Regen oder so? Ach, herrlich. Nicht. Ach Mensch, ach Mensch, ach Mensch. Wow, ich mach so viel Damage am Bruder Lander. Das ist unglaublich. Das ist echt unglaublich. Ich bin echt fast, aber wirklich nur fast begeistert. Nein, ach Mensch. Oh, dieser Sandsturm bringt mich voll aus dem Konzept. Einfach weil du alle drei Schritte Schaden kriegst. Und dann halt stehen bleibst, weil du diesen Schaden kriegst. Das ist total nervig. Total nervig. Ach Mensch. Dim. Gehen wir mal hier lang. Okay, ist ein Orb. Nehmen wir mal mit. Eilorb ist okay. Ist diese Ebenen hier sind aber auch verstrickt, ne? So ein bisschen sehr. Den Lehmorb brauchen wir jetzt nicht. Schattenstoß, schön. Sehr schön. Auch nicht schon wieder. Das heißt, es spawnt hier die ganze Zeit irgendein Pokémon, was passiv den Effekt hat, einen Sandsturm hervorzubringen oder so, ne? Vielleicht Rihornior. Das könnte natürlich sein. Schwarze Sumpf, okay. Sind wir richtig, Raptain? Ist dies der Ort, an dem du Celebi getroffen hast? Ja, genau. Wie still es ist. Haben sie es schon gefangen? Haben sie es schon mitgenommen? Oder hat es die Gefahr gespürt und ist weggelaufen? Es ist möglich, dass es sie ausgetrickst hat. Vielleicht versteckt es sich noch hier in der Nähe. Könnte überall sein. Etwas Eigenartiges liegt hier in der Luft. Celebi, vielleicht ist es bereits fort. Noch nicht schon wieder. Ich wusste es. Sie haben uns geradewegs in eine Falle gelockt. Zwerfinst, der neue Gehilfe von Dialga. Er ist genauso clever und hinterhältig wie du. Der einzige wahre Gehilfe von Meister Dialga bin ich. Ich kann es nicht zulassen, dass jemand meinen Platz einnimmt. Na kommen sie. Jo. Schon wieder ein Kampf gegen die Zubiris. Och, ist das langweilig. Das ist ja todeslangweilig. Zack. Eingefroren, das ist schön. Zwerfinst ist entlarvt. Ach, als Betrüger oder wie? Schön. Okay.
Das wird gerade... Oh. Ich glaube, Zwölfens ist gleich besiegt. Ja, Boots. Zum Glück haben wir einen Belebersamen. Meine Güte, ey. Zack. Greif doch mal einen anderen an, Zwölfens. Den unter dir zum Beispiel. Genau den. Zack. Okay, schön. Wir haben wieder ein bisschen Leben dazu. Danke, Zwirfinst. Aber das Eisieb ist halt nicht so... Ne? Oh, ich sollte vielleicht das Item mal aufheben. Spezialband. Nehmen. Finsterfaust besiegt. Okay, schön. Wir haben zwar den Belebersamen verballert, aber ich glaube, das ist okay. Hier geblieben. Aua, du musst bewegen. Nun sag schon, was ist mit Celebi passiert? Wo ist Diago? Ja, weißt du schon, Diago hat Celebi in hohen Tempo verfolgt. Zur Forstinsel. Forstinsel? Die abgelegene Insel im Süden? Ist das wahr? Ja, das ist die Wahrheit. Jetzt verschwinde. Okay. Na, Frostinsel. Ist das nicht ein anderes Land? Ganz genau. Dafür müssen wir das Raumgefüge durchqueren. Und wie stellen wir das an? Keine Sorge. Wenn wir den Klippen von hier aus nach Süden folgen, dann werden uns die Porygon helfen, das Raumgefüge zu durchqueren. Also los. Was ist los? Ach, was ist los? Ach, gar nichts. Es sind nur meine Arme. Es fühlt sich so an, als hätte meine Arme die Kraft, ihre Kraft endlich wiedererlangt. Jetzt, wo du es erwähnst. Vorhin, als er die Zubiris im Schwitzkasten hatte. Die schiere Kraft. Na, es kann nicht anders sein. Die Kraft von Zwölfens ist größer als je zuvor. Ich glaube, seine Verletzungen wohl schon geheilt sind. Meine Kraft. Meine Kraft kehrt zurück. Ist jetzt nicht so gut, aber okay. Das ist der Eingang zu Raumklippen. Sobald wir hier durch sind, erreichen wir den Ort, an dem die Porygon leben. Celebi und Diago sind bereits auf der Frostinsel. Wir sollen uns beeilen. Ja, das sollten wir. Auf jeden Fall. Lager prüfen, lagern. Ein paar Items. So viele Items, die wir haben, ey. Ach ja, Spezialband dreht er ja auch gar nicht mehr. Dann machen wir das mal eben. Spezialband geben. Stimmt, das ist nicht mehr runtergefallen durch die Stolperfalle, glaube ich, ne? Sheet, stimmt. Stimmt, stimmt. Dein Ernst. Dein Ernst. Ich mache jetzt einen Schaufler. Dein Ernst. Jetzt komm her. Eieiei, meine Güte. Ich hasse sowas, wenn die Pokémon sich nicht zu mir bewegen. Mann, und taktisch vorgehen. Absorber. So. Level 47, cool. Ein neuer Attacke. Was denn? Scanner. Deine Ernte. Das brauche ich nicht. Alter, echt jetzt? Mann. Das ist doch nicht... Das kann doch nicht wahrsteigen. Das kann doch nicht wahrsteigen. Okay, das Sinelbeere. Eieiei, ein... Hat das schon Schwebe? Wow, so kann ich nicht erfahren. Mann. Okay, den Apfel müssen wir jetzt nicht aufheben. Scheiß drauf. Scheiß auf den Apfel. Okay, den nehmen wir dafür mit. Ich glaube, das Spiel will, dass ich einen Apfel aufhebe. Deswegen, alles klar. Ach man. Ich weiß gar nicht, hatte ich die Bonus-Episode damals durchgespielt? Ich bin mir gar nicht so sicher. Doch, ich bin... Hatte ich es durchgespielt oder hatte ich nur kurz bis kurz vor Ende gespielt? Ich hab's durchgespielt. Ich hatte es durchgespielt. Ich weiß kaum noch was. Es ist halt Ewigkeit näher. Ich glaube, ui. Bisschen sehr viel her. Wie alt war ich in der 5. Klasse? Scheiße.
Ist schon ein paar Jahre her. Ein paar Jährchen mehr. Ich weiß gar nicht, wie alt ist man, wenn man so in die 5. Klasse kommt? 12? 11? Ich weiß es echt nicht. Ich weiß es echt nicht. Naja. Was soll's. Och, Barnett, geh weg. Du versperrst mir den Weg. Und dein Ninja-Tom. Wir haben leider keine Normalattacke, die effektiv gegen Ninja-Tom ist, aber das ist ja egal, denn... Wir haben Wurfgeschosse, die ihn mit einem Hit erledigen. Ich glaube, der hat aber auch... Ninja-Tom hat, glaube ich, auch ziemlich wenig KP, oder? Hat Ninja-Tom nicht nur ein KP oder so? War das nicht so? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ach Mensch. E8. Hochgehen, da lang gehen. Hier runter. Treppe! Aber vorher noch ein Tarnhill besiegen. Schön. Oh, Items. Poke! Poke nehmen wir doch gerne mit. Wie viel haben wir eigentlich? 4500 Poke schon. Wenn wir jetzt nicht besiegt werden oder so, dann bekommen wir schön viel Poke auf unseren Hauptaccount. Ja, ich wollte gerade sagen... Nicht dein Ernst. Was mache ich? Nee, das kann Dings besiegen. Das kann Zwölfens besiegen. Nicht mit Eishieb. Okay, Traufvogel kommt zu mir. Schön. Was, nimm keinen Schaden? Warum nicht? Immerhin haben wir einen Zwölfens, der halt auch Attacken usen kann. Ich glaube, wir machen Absorber. Damit wir wirklich nicht besiegt werden oder so. Weil das wäre doof. Ich will nicht besiegt werden. Okay. Schön, Zwiffens. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, das ist wieder befreit. Ich kann nochmal das machen. Das ist auch besiegt, okay. Das greift hoffentlich Zwölfens gleich an. Das ist Traunfugil. Ne, das ist Barnett, meine ich. Aua. Okay, das haben wir besiegt. Ja, schöne Sache. Sehr, sehr schön. Ich weiß halt nicht, was Gegenstoß so wirklich bringt und wie viel Damage ich damit mache. Wie viel Damage ich mache, ob es reicht, es zu besiegen. Oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Deswegen greife ich das erstmal nicht an. Aber wir haben einen Monsterraum bisher überlebt, Leute. Oh mein Gott, ich bin ja begeistert. Heilige Kacke. Ach, dein Ernst? Er ist besiegt, okay. Wir bewegen uns jetzt mal... Wir lassen es 12 und so machen. Okay, komm, 12 und gönn dir. Ich sagte, gönn dir. Danke. Macht sich bereit zum Kontern. Ich weiß halt nicht. Okay, ist besiegt. Okay, gut. Sehr, 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 sehr gut. Der Part ist schon wieder bald vorbei. Was ist das? Mann. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Okay, ich glaube, wir kommen doch auf die 2,5 Stunden oder so. Ach Mann. Oder auf 2 Stunden. Denke ich auf jeden Fall locker. Ja doch, 2 Stunden auf jeden Fall locker. Schätze ich. Das heißt, 6 Parts könnten das schon werden. Ach Mensch. Besiegt. Oh, schön. Bodycheck und so. Bodycheck geregelt. Für uns. Na, alles klar, wir haben es durch den Dungeon geschafft. Aber wo ist der Zwölfens? Das ist eine Weile her. Weshalb ich hergekommen bin. Ich nehme an, ihr könnt euch denken, was ich von euch möchte. Ja, das ist schwierig. Die Zubiris haben uns in ihrer Gewalt. Und hört euch, Meister Zwölfens. Ihr wollt mir also tatsächlich den
Gehorsam verweigern. Wir machen es. Hier entlang, bitte. Nun gut, wir werden euch zu Frostinsel transportieren. Und euch bewegen. Ist ja cool. Das ist sehr, sehr cool. Das sieht auch verdammt cool aus. Chim, chim. Ja, ist das. Die Frostinsel. Vor dem Stillstand der Zeit wurde die Bisselinsel genannt. Jetzt, wo die Welt in Dunkelheit getaucht ist, ist es noch schlimmer. Sie wurde abgesperrt. Nun, wo sollen wir, wohin sollen wir also? Was war das denn? Das sind Schnäppke. Ich glaube, sie leben in dieser Region. Hey, warte mal einen Moment. Es gibt da etwas, was ich euch fragen möchte. An euch kommt doch bestimmt niemand ungesehen vorbei. War da außer uns noch jemand? Wenn ihr jemanden gesehen habt oder euch irgendwas anderes aufgefallen ist, sagt es mir bitte. Es ist wirklich wichtig. Hast du irgendwas verstanden? Deren Ernst? Mann, sind die Schnäppke gemein. Bah, na, keine Hilfe. Sie machen sich über mich lustig. Die Umgangsformen der in dieser dunklen Welt lebenden Pokémon sind wohl ein wenig durcheinander. Reptane, ich glaube, du weißt was besser als jeder andere. Oh Mann. Ich weiß zwar nicht genau, wo wir jetzt am besten hingehen, aber vielleicht sollten wir einfach dem Pfad vor uns folgen. Ich vermute, dass uns die Zubiris noch andere Fallen gestellt haben. Deswegen sollten wir vorsichtig weitergehen. Ich verstehe. Na, aber vielleicht treffen wir nochmal auf die von eben. Dass die Schnäppke sich derart über ihn lustig gemacht haben, dieser Kerl. Er glaubt wirklich und unerschütterlich an das Gute. Genau. Deswegen wird sein Herz wohl auch nicht von der Macht der Dunkelheit beeinflusst. Oh, Zwölfens, vielleicht... Oh, fängt Zwölfens langsam an, Reptane zu mögen? Oder ihn zu respektieren oder so? Man weiß es nicht. Wir lassen mal die ganzen Sinelbeeren, vorsichtshalber, kann man ja immer mal gebrauchen. Den Fliorb behalten wir auch mal, vorsichtshalber. Kann man ja immer wieder gebrauchen, aber wir beenden hier jetzt den Part, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.